Sagt mir, im Inneren der Maske, seht ihr dort Schriftzeichen? Ah, ich hatte recht. Phtan Phasgadan es Plaste Katan. Murilor Gras Ferel Goran. Hil Bemutir Gerul Felan. Juntir Katan Feluntir Sodan. Was ist das für eine Sprache? Eine sehr, sehr alte. Malakar hat sie laut für laut in die urtulamidische Schriftform übersetzt und über die alte einritzen lassen. Setzt eurem Gefangenen die Maske auf und rezitiert die Formel. Anschließend wird er euch jeden eurer Wünsche erfüllen. Was wird passieren, wenn ich die Formel spreche? Ich erinnere mich nicht genau, aber ich weiß, dass es ihn zu eurem Diener machen wird. Auch mit freien Händen wird er dann noch machen, was ihr von ihm verlangt. Ich kann mir die Zauberformel nicht merken. Sie ist so schwierig. Lasst mich es versuchen. Wenn es dann soweit ist, werde ich euch die Worte vorsagen und ihr sprecht mir nach. Wie hast du seine Hände versteinert? Mit diesem Zauber hier. Ihr könnt ihn auf der Blume dort oben ausprobieren. Und nun verwandelt sie wieder zurück. Ich hatte recht. Wie weit geht dieser Zauber? Vorerst reicht meine Kraft nur für kleine Tiere und Pflanzen. Einst konnte ich vermutlich auch ganze Menschen versteinern. Aber die Jahre müssen mich geschwächt haben. Wie kommt es, dass du dich jetzt daran erinnerst? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es sind diese Berge. Es ist, als wäre ich schon einmal hier gewesen. Ich trug Malakas Maske bei mir. Und ich suchte einen Garten? Mehr weiß ich nicht. Wenn es mir gelingt, Rachwan die Maske aufzusetzen, werden wir es vielleicht bald erfahren. Schnee. Überall Schnee. Nein, ich kann meine Hände jetzt schon kaum noch spüren. Ich bin fast am Ziel, wenn nur diese Felswand nicht wäre. Rachwan, du musst mir darüber helfen. Befrei mich zuerst. Ich dachte, ihr wolltet mich loswerden. Da hinten, über den Baumstamm. Der letzte Rest Leben an diesem götterverlassenen Ort. Oh, im Vergleich zu meiner Grabkammer tanzt hier die Karawane. Nur wärmer könnte es sein. Ja, ich stehe kurz vor dem Erfrieren. Er ist so trocken. Ein Wunder, dass er noch lebt. In der Feuerstelle liegt nun ein Stock. Wenn man es bloß essen könnte. Denkt nicht daran, Prinzessin. Ihr habt es fast geschafft. Ist das Gras giftig? Nein. Iss. Iss. Ich bin deine Spiele ein für alle Mal satt. Dass ihm nicht kalt ist? Mach mir endlich eine Räuberleiter. Hilf mir über die Felswand. Gib mir meine Hände zurück. Es wird Zeit, dass ich dich endlich töte. Setzt ihm die Maske auf und er wird es sich anders überlegen. Ist dir nicht kalt? In Draconia kannst du dich endlich wärmen. Kälte ist nur im Kopf. Denke nicht daran und dir wird auch nicht kalt. Setz die Maske auf. Nein, bleib mir fern damit. Ihr werdet ihn erst überwältigen müssen. Ich weiß. Aber wie? Ich bin zu erschöpft, um mit ihm zu kämpfen. Außerdem ist mir kalt. Ich brauche dringend etwas, woran ich mich wärmen kann. Ich habe etwas Alkohol darüber gegossen. Lieber nicht.
Es ist zu windig. Hier bekomme ich kein Feuer hin. Ah, das ist schon viel besser. Willst du dich nicht mit ans Feuer setzen, Rachwan? Kälte ist nur im Kopf. Halte sie aus dem Kopf und dir wird nicht kalt. Dass ihm nicht kalt ist? Zul, Asavsha. Jetzt habe ich dich. Sprecht mir nach. Ftan Faskadan es blaste Quartan. Ftan Faskadan es blaste Quartan. Humurilor Gras Ferel Goran. Humurilor Gras Ferel Goran. Hilbe Mutje Gerul Felan. Hilbe Mutje Gerul Felan. Ihr habt es fast geschafft. Noch ein Vers. Juntir Katan Feluntir Sodan. Juntir Katan Feluntir Sodan. Nehmt ihm die Maske ab. Hey, was ist mit dir? Kannst du mich hören? Wer bin ich? Was ist mit ihm? Er hat sein Gedächtnis verloren. Für immer? Ja, aber ist es nicht das, was ihr wolltet? Er hasst euch nun nicht mehr. Er wird euch helfen. Es ist nichts mehr von ihm übrig. Ohne Erinnerungen ist er nur noch eine leere Hülle. So ein Schicksal hat noch nicht einmal er verdient. Halt den Mund. Du hast mir geholfen. Aber das geht zu weit. Sobald ich in Draconia bin, werde ich dich wegwerfen. Wie undankbar ihr seid, Prinzessin. Es wird mir eine Freude sein, euch endlich los zu sein. Bin ich schon wieder eingeschlafen? Danke für den Rubin, Geron. Wer war das? Bei allen Zwölfen. Ruhig, Geron. Ich bin nicht hier, um dich zu verletzen. Wer bist du? Die Maske machte den Verkiner dumm und leer. Die Prinzessin löste seine Fesseln. Sie ließ sich von ihm über die letzte Hürde heben und trat so endlich vor die Tore von Draconia. Was soll das hier werden? Willst du das Rätsel lösen, Geron? Willst du Muri helfen? Ja, aber... Dann beweise mir, dass du nicht dumm bist. Sei gegrüßt, Reisender. Praios, beschütze mich. Draconias Tor wird von 6 Elementarwesen bewacht. 6 Wesen mit 6 Rätseln, die Sadia zu lösen hat. Brüder und Schwestern sind wir. Einem jeden sein Element. Sag uns, wer wir sind. Und auch du seist uns nicht mehr fremd.